So today, guys, we are actually going to be looking at this video right here. We got more German memes. So it's German memes with English subtitles. It's going to be interesting. I mean, German memes are just different to any other memes. I don't know why, but yeah, German is huge for memes. So I'm really excited whenever I do check out German memes, and especially when they do have English subtitles. So guys, let's get around to it and see what we have. Turn on subtitles for English translation. We have it on. Warum sind Sie hier, wenn Sie nicht gerne scharf essen? Wegen der Nutella-Pommes. Ach Gott, sind Sie bekifft? Nutella French fries. Are you high? Nein. Wir haben eben vorher gesagt, es ist der perfekte Snack, wenn man gekifft hat. Aber wir. Ach so, Entschuldigung. She's not high. Entschuldigung, sprechen wir in 2 Jahren wieder. Ach so, ach so. Das ist der Fall. Das Internet ist für uns alle Neuland. Viele Nationalitäten, viele Sprachen. Das macht die Verständigung nicht leicht. Eben wird er gerade untergegangen, beinahe, oder? Ja. Wie war das? Das ist sehr schön. What? What? Haben Sie das in Ihren kühnsten Träumen geglaubt? Wenn mir das einer vor dem Rennen gesagt hätte, du gewinnst hier Silber, dem hätte ich, Entschuldigung die Aussprache, den hätte ich einen Vogel gezeigt. Danach hat Harry Kane Feierabend. Holt der Kapitän Englands seinen ersten Titel noch vor dem GTA 6? Will England's captain get his first title before the release of GTA 6? It doesn't look like that in the moment. Es sieht aktuell nicht danach aus. Wow. Just a normal day in Berlin. Alright. Well, that's a tall guy. What? What on earth is that guy, bro? A lot of different people in Berlin, I must say. You see weird things around Berlin, honestly. Rainer Maria Wölki, glauben Sie an Wunder? Also ich glaube an Wunder, zum Beispiel daran, dass ich jetzt vor einiger Zeit einen Jungen getauft und gefirmt habe. Oh wow, they're really not gonna get. They're really not gonna get anywhere like this, right? War das aus Berlin? Herzlichen Dank. Neben finanzieller Unterstützung geht es in diesen Corona-Zeiten. What? Bro, he just left. He was about to talk and he just left. What is that? Wohin fahren wir eigentlich? Zum Friedhof. To the cemetery. Zum Friedhof. Ich bin doch noch gar nicht you tot. Bit, wir sind right? ja auch noch nicht da. Bro, just imagine hearing that. I mean, bro, that would make my heart like give me a panic attack. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Geschmackssache. Geschmackssache. Ja. Und von 1 bis 10, also 1 ist jetzt schlecht und 10 ist gut. Naja. Naja. Ungefähr. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Perfekt. Porsche Panamera, der Hammer! 15.000 Euro im Monat. Danke, Mann. Die Gruppe ist das Geilste. Vor einem Jahr habe ich angefangen mit dem Trading. Und jetzt schaue mich an. Jetzt fahre ich einen Porsche Cayman S. Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Okay. Das ist eine Schweinerei auf dem höchsten Niveau, wie ich es mir vorstellen könnte, auf diesem scheiß Planeten. Ihr glaubt, ihr habt Scheiße erlebt? Ich hab Bon Aqua bestellt und Adello kommt an. Mann, mach Hölle! Ich will Abend mit Tournament spielen! Los!
Oh my god, bro. Is this how kids are nowadays when they like play games, bro? Ich habe dieses Jahr einige Selbstexperimente gemacht. Ich habe mich verfluchen lassen, ich habe ein Porno gedreht, ich habe LSD und Kokain ausprobiert, meditiert und bin in ein Haus eingebrochen. Ich bin drin. Okay, ich habe dieses Jahr mal wieder einige Selbstexperimente gemacht. Ich habe 3 Tage nicht geschlafen, war im Bordell, habe mich von einer Domina auspeitschen lassen, eine Cannabis-Plantage besucht, meine getragenen Socken verkauft, Kollegen getrunken und ein Auto geknackt. This guy's crazy. 2023 war wirklich ein wildes Jahr. Ich habe einen Zwingerclub besucht, bei der Kokainproduktion geholfen, Ayahuasca getrunken, Fliegenpilze genommen, einen Waffenhändler getroffen, mir eine Sexpuppe zusammengestellt und bin im Gefängnis gelandet. Die letzten Monate waren echt ganz schön wild. Ich war eine Woche lang jeden Tag high, habe im KitKat gefeiert, in einer Frauenarztpraxis gearbeitet, war auf einem Containerschiff gefangen, habe eine Tantra-Massage besucht, Salvia geraucht, gelernt professionell einzubrechen und wurde angezeigt. Okay, this guy's life is weird. Wait, what? I want to see that again. What is that that just fell? Okay. Ich hoffe auf eine 4, aber realistisch ist eine 5. Nein, Phil. Ich hab eine 6. Alter, ich rasch komplett aus. Vor 10 Minuten hat die Sonne noch geschienen, dann hat's gepisst und jetzt schneit's, Alter. Am Sonntag. Wow. Sunten like a few minutes ago and now it's snowing. Only in Germany, right? Unreal. Der 1. Mai. Überlemo! Ich will bei Sonnenschein mit meinem Bollerwänschen rumfahren und geile Frau auf der Arsch gucke. Aber ne, jetzt kann ich Schlitte fahren! Im Sommer, Alter! Im Sommer! Die Scheiße muss ich da mal gehen, Alter! Das gibt's doch nicht! Mensch! Wow. Yeah, that is horrible, honestly. That is horrible. I mean, just imagine going out. Okay, this guy isn't wearing short sleeves or anything, but going out in a sunny day and it just starts raining or snowing. Unexpectedly. Ich habe noch ein Stück Salami im Backofen. Seht ihr das, Alter? Macht mich so verreckt! Danke, Merkel! Wow. Alright. So, yeah, that was that. That was actually very, very interesting. Really did enjoy it. If you guys have any more videos like these, German memes with English subtitles as well, guys, please send me the like video link in the comment section below. I will check it out. But yeah, hope you enjoyed, guys. Like the video, subscribe to the channel, and we'll be seeing you on the next one. Peace out, guys.